Nun ja. So, jetzt müssen wir da ganz außen rumlaufen. Zur letzten Stimme. Naja, ganz außen rum ist übertrieben. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja. Alter. Ein Hyperion-Schütz. Krieg ich das down? Ja, das krieg ich down. Ich mach's mal down. Dass es mich später noch irgendwie nervt. Meine Fresse. Kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank auch. So, da. Oh Mann. Da ist doch gar niemand. Nur ein Geschütz. Genau, dreh dich um. Kehr mir den Rücken zu. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Was? Die haben mein Geschütz schon down bekommen? Was soll das denn? Bitte. Das wollte ich auch gerade sagen. Wow. Immer mit der Ruhe. Bitteschön. Na, tut's gut. Ich weiß. Oh, hi. Alles wird gut. Nicht. Für die verschwende ich die Muni gar nicht. Ganz ruhig, Leute. Wir machen das alles. Wenn ich treffe, dann machen wir das wirklich. Wow. Ja, du hilfst mir gerade damit, dass du näher rankommst. Du siehst aus wie Wilhelm. Hui. Wer greift die an? Niemand greift die an. Ach. Wow. Nein. Autsch. Lass mich hier. Los. Baller ihm die Füße weg. Baller ihm die Füße weg. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Hier. Autsch. Also ich muss sagen, die sind echt hart nervig. So. Cool, Jack, cool. Cool. Einheit verletzt. Was? Was? Dich krieg ich. No. Lame. Immer du sagst, Kumpel. Iridium! So, du bist jetzt dran, mein Freund. Wo ist der andere Penner? Da. Komm, nee. Nicht so schüchtern. Na, nicht so nah. Hier. Autsch. Gibt's nicht. Tut mir leid, ausverkauft. Autsch. Ach. Keine Optionen hier. Du musst dich nicht abschalten, ich bring dich einfach um. Wie wär's damit? Okay. 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 Ich glaube, wir haben es überstanden. Ich glaube, wir haben es überstanden. Sehr gut. Na los. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Gute Sache. Hier darf man ja gar nichts. Lade Stimmproben auf Angel hoch. Okay. Hihi, auf Angel. So. Hin und her, hin und her. Die ganze Zeit. Überall diese Statuen von Jack. Jack. Jackety Jack. So, lieber Angel. Hier oder was? Nö, noch weiter runter. Was? Hier oder was? Oh, ja. Cool. Danke für die Warnung. Wo sind die denn alle? Richtig. Los geht's! Oh mein Gott, wo kommst du denn her?
Uncool, 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 uncool. Uncool. Nächstes Level. Das heißt, ich kann neue Waffen ausrüsten, oder? Kann ich. Zum Beispiel, ne, 22, 21, die hier könnte ich ausrüsten und sonst, ach, das hier auch. Dann tausche ich mal den Raketenwerfer. Fast. Tausche ich mal den Raketenwerfer aus und probiere den mal. Dann nehme ich mal auf die 1 die Slag-Waffe hier, die lasse ich mal und die hier, ja. Naja, soll man sagen. Ich nehme mal die Sniper. So. Probieren geht über Studieren. So, erstmal. Oh, Feuerschuss. Nö. So. Edgy Badge. Wow, die killt die aber ganz schön schnell. Finde ich gut. Ich weiß, ich soll slagen und dann eine andere Waffe, aber wenn es so schnell geht, dann muss ich ja nicht wechseln. So. Das sind wieder ganz viele Robos. Dann nehme ich die Knarre hier. Autsch. Wo sind die zur Hölle? Oh. Was ist denn da oben? Tut gut, nicht wahr? Tut gut, was ist das? Naja, was auch immer. Ich dachte schon. Chillt hier ein bisschen. Wo ist denn da noch einer? Da oben stehen sie, die reinen kleinen Ranzgeigen da. Und wo muss ich hier hochladen? Was ist der Pelle? Hier oder was? Hä? Jetzt sagt er, ich muss runter. Da muss ich die platt machen, damit sich dann eine Tür öffnet oder so. Das wäre ja echt dumm. Wie soll ich denn da hochkommen? Zur Hölle, Leute, kommt da runter. Ja, das hat gut geklappt. Leute, kommt da runter. Scheiße ist das. Ja, okay. Die Frage ist immer noch, wo ist mein Ziel? Ja, da ist zu. Zu und so. Ich muss die Gegner besiegen. Wie soll ich denn da hochkommen? Werdet ihr gar nicht. Ihr kommt da ja nicht runter. Oh Mann, oh Mann. Hey, das klappt sogar. Habe ich sie beide erwischt? Ich denke mal. Komme ich jetzt da rein? What? What? Hallo, Leute. Ja. Nee, sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja echt bescheuert. Ja, richtig krank, scheiße. Was zur Heiligen? Was tue ich hier? Naja, da ist auf jeden Fall keiner mehr oben. Tja, so viel dazu. Suche einen Weg und finde Gegner. Richtig, gut erkannt. Ja, komm schon, noch mehr, Leute, noch mehr. Ich hab noch nicht genug. Wow. Das will ich aber auch mal meinen hier. So. Ja, coole Sache. Die Frage ist, ob ich das hier überhaupt machen muss, weil wenn nicht, dann wäre das echt peinlich und scheiße. Und wie? Leider ist es jetzt da. Aber sonst ist alles gut. Und ich brenne. Welch Seltenheit. Verdammte Scheiße. Oh. Erstmal schön slagen. Ein RPG-Loader. Schöne Sache. Eine Granate. Ist nicht gut.
Wie wär's mit Verrecken? Wär das nichts? So, der ist doch gleich tot hier. Hallo? Sterben! Dankeschön! Und du sollst geslaggt sein. Oh, ich hab einen Skillpunkt. Ja. Dampfen bringt nichts, ich stehe über dir. Ach, tot. Nice. So. Ach, für den Kleinen da. Muss ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Ich frage mich immer noch, wo mein Ziel ist. Muss ich vielleicht da runter? Oder? Ich habe echt wieder keine Muni für gar nichts. Das wird schon reichen hier. So. Er sagt hier, ich soll nach unten. Aber ich komme dann irgendwo rein. Versteht ihr? Versteht ihr das? Also ich nicht. Ach ja. Wisst ihr, die Türen sehen alle gleich aus. Und die können genauso gut verschlossen wie offen sein. Woher soll ich das denn bitte wissen? Aber gut. Schon okay. Feuerschaden. Spike Feuerschaden hat mehr Kapazität. Es braucht fast 5 Sekunden, um aufzuladen. Ja, leck mich am Arsch. Das ist lang. Und ich bin jemand, ich brauche mein Schild. Eieiei, okay. Weiter geht's. Ja. Eine Pause. Sie stellen mir einen Hotloader entgegen. Hat er gerade Hallo gesagt? Bring die Taschenuhr an, schnell. Nee, warte mal, hier ist eine Truhe, ne? Ganz ruhig, wow. Okay, bla bla bla. Pistole? Oder, naja, langsam. Ja, das will ich auch gesagt haben. Ich nehme die von Jakobs erstmal nicht mit, das sind ja nur normale Knarren. Davon sollte ich nicht zu viele haben. Benutzen nicht möglich, okay, alles klar. Ich warte. Ich sehe die Dateien. Schön, dann mach was draus. Fertig, und jetzt nimm den Stimmmodulator. Ah, der Mann, der Jack werden würde, eine Nachbildung von Jacks Taschenuhr, die, abgesehen davon, dass sie dir volle Sicherheitsvergabe gewährt, als Stimmmodulator funktioniert, durch den du mit Jacks Stimme sprechen kannst. Geil! Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. So cool. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Test. 1, 2. Jetzt habe ich die Stimme von einem Volltrottel. Na toll. Hey, die Stimme ist abartig. Nice. Da sind gerade Sniper rum. Was ist denn los mit dir, du? Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund Lebwohl. Jack, yes. Tu das nicht. Bis bald. Hattest du gerade einen starken Schiss, oder? Ist die Tür zu Angels Kontrolle kann überwunden, was? Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Tja, siehst du mal. Dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Jawohl. Schon auf dem Weg. Schon auf dem Weg. Oh. Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit, Reinheit, Ordnung. Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal in eurem eigenen Dreck schlaft. Werde ich machen. Was ist denn hier noch? Die Revolution verdient ihren Namen nicht, bis du ein paar Statuen eines faschistischen Diktators zerstört hast. Ach, da muss ich die Statuen zerstören, da krieg ich nur einen Kopf dafür. Naja, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Wir reisen zurück. Und zwar nach Sanctuary natürlich. So. Ja. Erstmal strecken. Hi, wow, so viele Ausrufezeichen. Es ist der Wahnsinn. Ja. So, dann würde ich gerne mal hier reinschauen. Ich habe ja wieder ein bisschen was gefunden. Ich habe nicht ewig Zeit, Kettlecker. Ja, ich bin kein Fresse.
Erhöht dauerhaft die Anzahl an Objekten, die du mit deinem Rucksack mitführen kannst, um 3. Cool. Das will ich haben. Kostet aber 8. Fuck. Scheiße. Dann spare ich mal. Du weißt, wo du mich findest. Ja, das weiß ich in der Tat. So, hier hätte ich eine Mission. Überall Missionen, überall. Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Jetzt gute Knarren hier. Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst. Mhm. Nee, die sind alle unter meinem Niveau offensichtlich. Ich meine, ich habe ja hier immer noch Level 8 Knarren und so. Die müsste ich echt alle mal austauschen. Na gut. Dann reden wir noch mit Roland. Und dann... Keine ja. Diskussion, du gehst nicht ohne mich, Bastard. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Wenn das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Rede Leute retten. Hol dir den Handsome Jack Stimmmodulator mit der Taschenuhr in der Hand. Briggs kommt dann an deiner Seite und dem hochgestuften Claptrap in Sanctuary bist du nun bereit, Control Core Angel zu stürmen und dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Geil! Oh, ich krieg Iridium. Nice, da kann ich mir das ja doch kaufen. Schöne Sache. Oh. Hurra! Zeit, sich ein paar denkwürdige letzte Worte auszudenken. Es ist soweit, Leute. Engel und Lilith, Narren. Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Briggs sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland... Kammerjäger, die haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Überrede Claptrap, dir zu helfen. Deaktiviere Barriere, zerstöre den Bunker, öffne Sicherheitstüre, klau den Kammerschlüssel. Und das alles in 5 Minuten. So, vielleicht lege ich noch was ab. Zum Beispiel... Also die hier müsste ich echt mal weglegen. Ich lege die mal weg, die brauche ich ja echt nicht. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Das ist ja ein Unglück. Dann behalte ich sie doch. Muss halt was verkaufen oder so. Naja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich kaufe noch schnell das Rucksack-Upgrade, weil ich mich sonst nicht mehr dran erinnere. Und dann beende ich den Part. Oder die Aufnahme. Hallo, rate mal, wer zurückkommt. Hallo. Genervter Iridium-Typ. Das ist gefährlich allein, Volltrottel. Gib den Rucksack her. Nice. Okay. Wo bist du, Scrappy? Du hältst jetzt dein Schnauze. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder und holen dann Claptrap ab. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.